Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Famebox von Leon Marcher. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fame aus dem Jahr 2017 von Leon Marcher. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze bzw. dunkelviolette Box. Hier oben lesen wir Leon Marcher Deluxe Box. Dann haben wir hier den jungen Mann abgebildet. Und hier unten lesen wir dann in goldener Schrift Fame. Das ist eine reguläre Clubbox. Auf der Unterseite lesen wir ebenfalls Leon Marcher Fame. Rechts genauso. Oben genauso. Und auf der linken Seite ebenso plus ein Barcode. Auf der Rückseite haben wir relativ ungewöhnlich die Tracklists, also einmal CD1 und CD2, bedeutet, wir haben einmal das Album an sich und auf CD2 dann die Instrumentals. Wir haben Features von Moe, Rola und nochmals Moe, also drei Features, zwei davon von Moe, einmal Rola und dann die 12 Instrumentals und hier unten noch die Credits. Gut, es klappert schon, wir schauen mal hinein. Wir haben hier einmal die Instrumentals, das Album an sich, ein T-Shirt, das dürfte wohl eine Autogrammkarte sein und ein Poster, also wirklich so der absolute Standardinhalt, fehlt nur noch ein Sticker. Von innen sieht das Ganze weiß aus und dann klappen wir die Box mal zu und stellen die an die Seite. Wie immer starten wir mit dem Album. Leon Marcher Fame, Cover 1:1 auf der Box. Hier lesen wir dasselbe nochmal. Und was mir auf jeden Fall gut gefällt, vom ersten Druck her, ist mal das Super Jewel Case. Sehr schön. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist, haben wir uns ja bereits angeschaut. 12 Tracks. Ja, ich habe jetzt einmal durch das Album durchgehört. Ich muss jetzt ehrlich sagen, zur Person kann ich nicht wirklich was sagen. Ich weiß, dass er relativ erfolgreicher YouTuber ist und dass er großteils bekannt wurde durch irgendwelche Pranks und Verarsche-Videos. Ja, ist natürlich wie immer Geschmackssache, ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Ich bin generell jetzt nicht so der Riesenfan von YouTubern, die auf einmal Deutschrap oder ja, das Liedermachen im weitesten Sinne für sich entdecken. Ist nicht so mein Fall in der Regel. Das Album, ja, was soll ich dazu sagen? Auf der Rückseite haben wir noch die Credits und einen Barcode. Hier lesen wir ebenfalls Leon Marcher Fame. So sieht das Ganze von innen aus. Wir werfen mal einen Blick ins Booklet. Also hier haben wir nochmal die 12 Tracks aufgelistet. Dann haben wir hier Abbildungen von Leon Marcher. Dann hier die Infos zum Album, wer wofür verantwortlich ist. Dann hier zum Abschluss noch eine Abbildung in Schwarz-Weiß über beide Seiten. Und dann hier noch eine Danksagung. Rückseite ebenfalls wieder dieser Fame-Schriftzug, zumindest teilweise. Und die Credits. Okay, die CD sieht folgendermaßen aus. Leon Marcher Fame in Schwarz und Gold. Das Gold glänzt so ganz stark. Das ist die CD, das muss ich sagen, gefällt mir richtig gut, dass die CD eingefärbt ist hier in Gold. Meiner Meinung nach viel zu häufig, dass man so Standard dieses Silber von der CD hat, aber das Gold, das hat auf jeden Fall was. Also das rein von der Optik her echt, echt schön gemacht. Dann die Instrumentals, Leon Marcher Fame Instrumental lesen wir hier. Auf der Rückseite 12 Stück, also keine Skits oder sonstigen Lückenfüller. 12 Beats zu 12 Tracks, Credits und die CD sieht so aus, in Schwarz und Silber gehalten, auch hier wieder das Silber, das reflektiert so, CD Standard und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir eine Autogrammkarte in Schwarz und Weiß, okay, Autogrammkarte. Ja,
Ist vielleicht einer, aber diese ist eben nicht unterschrieben. Also wir haben hier eine schwarz-weiße Abbildung von Leon Mascher, der hier hinter einem Maschendrahtzaun steht. Fame as fuck, Leon Mascher. Aber Unterschrift kann ich hier keine finden. Also einfach diese Karte. Dann haben wir ein Poster, einseitig bedruckt. Und das Ganze im Hochformat. Also wir haben hier oben Leon Mascher stehen. Das ist die Abbildung, die wir schon vom Cover kennen, beziehungsweise vom Boxcover. Und dann hier unten lesen wir noch Fame, das neue Album. Wie gesagt, Hochformat und einseitig bedruckt das Ganze. Und dann haben wir noch ein T-Shirt. Und so sieht das T-Shirt dann aus, also schwarzes Shirt, oben in weiß dieser Schriftzug Fame, dann hier wieder Leon Mascher abgebildet und darunter nochmal der Name, ist mehr oder weniger das Cover nur etwas umgedreht, also auf dem Cover haben wir den Namen oben, hier unten und statt unten Fame haben wir oben Fame stehen und das Ganze eben in schwarz und weiß gehalten. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Gildan Softstyle in der Größe M. Relativ ungewöhnlich, dass in den Luxe-Boxen mal M drin ist. Made in Bangladesch. 100% Baumwolle. Ja, made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze T-Shirt mit der großen Abbildung von Leon Mascher. Und da oben dann in weiß der Fame-Schriftzug mit diesen weißen Farbkleckern und unten dann noch der Schriftzug Leon Mascher. Also in schwarz und weiß gehalten das Ganze, beziehungsweise grau über die ganze Fläche. Ist jetzt, um ehrlich zu sein, vom Design her nicht ganz so mein Fall. Also schwarz und weiß, ja, sieht schon gut aus, aber diese riesen Abbildung von ihm persönlich und diese beiden Schriftzüge, ich bin generell jetzt nicht so der Fan von Personen in so Großformat auf T-Shirts und daher das T-Shirt für mich eher nichts, aber für Fans oder ja, Leute, die mit dem Herrn mehr anfangen können, ist das natürlich eine nette Sache. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe M, das Poster im Hochformat einseitig bedruckt, diese Autogrammkarte, allerdings ohne Unterschrift, die Instrumentals in der Papphülle und das Album an sich im Super Jewel Case. Das alles in dieser Box Fame von Leon Mascher. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Leon Mascher unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.